Liebe Trainerinnen, liebe Trainer, ich darf euch ganz herzlich zum Webinar Kinderfußball begrüßen. Wir werden das Ganze folgendermaßen durchführen, dass ich euch jetzt eine PowerPoint-Präsentation freischalte und ihr quasi zu den Inhalten, die ich euch vermittle, das Ganze visualisiert noch mit parallel verfolgen könnt. Wir werden diese Kurzschulung zur altersgerechten Umsetzung in Wettbewerb und Training thematisieren. Das heißt, es geht jetzt nicht nur speziell um das, was vielleicht ab der kommenden Saison im Wettbewerb umgesetzt werden soll, sondern auch um den Transfer, den wir aufgrund dieser Trainings- oder dieser Wettbewerbsformen dann aufs Training übertragen können. Wir werden die Kurzschulung in drei Bereiche gliedern. Zunächst werden wir einen kurzen Überblick über die Ausgangslage legen, um dann einen Blick in die Zukunft zu richten. Angeschlossen werden dann die Spielformen im Kinderfußball, was den Wettbewerb angeht. Und abschließend möchte ich euch noch ein paar Trainingsbeispiele meinerseits besprechen bzw. mit euch durchgehen, wie man das Ganze, was im Wettbewerb ist, dann auch umsetzen kann. Ausgangslage ist natürlich vor allen Dingen im Spitzenbereich. Was muss ein Topspieler in der Zukunft können? Und ich glaube, wir haben es alle vielleicht auch schweren Herzens bei der WM 2018 gesehen, allerdings natürlich dann vielleicht auch in der Bundesliga und in der Champions League mit einem strahlenden Lächeln verfolgt, dass es einfach um individuelle kreative Lösungen in engen Spielsituationen geht. Und Spielerinnen und Spieler brauchen vor allen Dingen, wenn sie noch in der Entwicklungsphase sind, vielfältige Erfahrungswerte. Und zwar im Wahrnehmen, im Entscheiden und im Umsetzen. Diese drei Begriffe sind vom Spielkompetenzmodell abgeleitet. Das Spielkompetenzmodell widmet sich im Endeffekt damit, dass es jede Situation, die während eines Fußballspiels auftaucht, versucht zu beschreiben und abzudecken. Und im Endeffekt geht es darum, dass der Spieler Situationen wahrnimmt, sich selber, den Raum, die Mitspieler, die Gegenspieler, eine Entscheidung trifft aufgrund der Wahrnehmung, die er im Vorfeld getan hat und dann am Ende zu einer qualitativen Umsetzung kommt. Fußball ist natürlich nicht nur an der Spitze, sondern vor allen Dingen in der Breite. Und neben dem Aspekt der Talentförderung ist es, denke ich, auch eine sehr, sehr wichtige Aufgabe. Und auch alle unsere Institutionen versuchen, diese Aufgabe zu unterstützen, dass es darum geht, die Kinder über einen langen Zeitraum zu begleiten und beim Fußball spielen zu lassen. Sprich, die Basis schon im kleinsten Alter dafür zu legen, für ein lebenslanges Sporttreiben und idealerweise natürlich auch im Bereich des Fußballs. Was brauchen wir dafür? Ich glaube, wir sehen das alle am Wochenende teilweise. In der aktuellen Umsetzung ist es so, wenn man auf die Sportplätze geht, man sieht ein kleines Kind in einem großen Tor, man sieht ein großes Feld, man sieht viele Spieler, die einem Ball hinterherrennen, man sieht noch ein paar, die an der Seite rumstehen. Also es ist einfach so, dass der aktuelle Wettbewerb viele Herausforderungen uns bietet, um einfach die wesentlichen Aspekte, die wir eigentlich in dieser Altersklasse brauchen, umzusetzen. Wir haben seit 20 Jahren reden wir über die 10 goldenen Regeln im Kinderfußball und nicht nur über viele Ballkontakte, über kleine Spielfelder, über viele Erfolgserlebnisse, sondern es geht einfach darum, den Kindern Freude und Spaß während des Fußballspiels zu vermitteln. Und das versuchen wir sehr, sehr häufig im Training. Und die aktuellen Spielformen im Wettbewerb greifen das zumindest nach aktueller Lage einfach nicht auf. Und die Idee ist es einfach zu überlegen, was oder wie sind Kinder, was wollen Kinder, was können Kinder und was brauchen Kinder? Also es geht schwerpunktmäßig um die vier essentiellen Fragen, wenn wir eine Basis schaffen wollen, um altersgerecht im Kinderfußball arbeiten zu wollen. Der erste Aspekt, wie sind Kinder? Kinder sind neugierig und wollen Sachen ausprobieren. Dafür müssen wir ihnen natürlich Gelegenheiten bieten. Das Schöne bei Kindern ist, dass sie meistens im Hier
und Jetzt leben und vor allen Dingen bis zu einer Altersspanne von 5, 6, 7 Jahren auch noch sehr ich-bezogen sind. Ist aber gleichzeitig auch eine Chance. Das heißt, jedes Kind will eigentlich einen Ball, will in jeder Aktion und Situation mit involviert sein und vergisst vielleicht auch relativ schnell, wenn es mal ein negatives Erlebnis gab und schaltet dann vielleicht aufs nächste Positive einfach wieder um. Was wollen Kinder? Kinder wollen, ich glaube, wie wir auch Erwachsene, in jeder Lage Spaß und Freude. Und diese Leidenschaft und die Begeisterung für unseren Sport zu wecken, das ist mitunter unsere wichtigste Aufgabe, weil es geht, wie gesagt, nicht nur um die 3, 4, 5, 6, 7 Talente, die es vielleicht aus zum Beispiel unserem Bundesland in die Bundesliga pro Jahrgang schaffen, sondern es geht einfach darum, jedem Kind die Möglichkeit zu bieten, Spaß und Freude an unserer Sportart zu haben. Ein weiterer Aspekt im Bereich, was wollen Kinder, ist natürlich ihren Vorbildern nacheifern. Die sie im Fernsehen sehen, die sie bei ihrem Lieblingsverein sehen, die sie in der Nationalmannschaft sehen, in der Champions League, egal in welcher Liga, Kinder haben Vorbilder. Ihr seht es auch links auf dem Bild, der Junge, der ein Real Madrid-Trikot anhat. Also es geht darum, wirklich den Vorbildern nachzueifern. Und das kann ich halt auch nur sicherstellen, indem ich jedem Kind möglichst viele Möglichkeiten der vielfältigen Bewegungserfahrung ermögliche. Was können Kinder? Kinder können zumindest einfache Situationen wahrnehmen, analysieren und auch strukturieren. Jetzt ist natürlich die Frage, was sind einfache Situationen? Einfache Situationen sind zum Beispiel, wenn ein Kind den Ball hat und hat vielleicht zwei Mitspieler, sprich in der 3-gegen-3-Aktion, hat also die Option, entweder nach rechts zu spielen, nach links zu spielen oder auf den Gegenspieler loszudribbeln oder zu schießen oder was auch immer. Also dass es einfach weniger und überschaubare Handlungsoptionen für jedes Kind gibt, was nach der aktuellen Situation, wenn ich dann überlege, im Bambini- und F-Bereich, wenn wir dann in größeren Mannschaftsstärken im Wettbewerb agieren, wo einfach eine aktuelle Reizüberflutung für die Kinder vorherrscht. Was brauchen Kinder? Kinder brauchen demzufolge altersspezifische und altersgerechte Anforderungen. Sie dürfen nicht überfordert werden und sie brauchen einfach Entfaltungsmöglichkeiten. Des Weiteren brauchen Kinder natürlich auch eine Rückmeldung. Idealerweise kommt die Rückmeldung aber vom Spiel selbst und weniger vom Trainer. Der Trainer ist vor allen Dingen im Grundlagenbereich mehr Begleiter, mehr Organisator, mehr Unterstützer. Und weniger der Trainer, der jetzt in jedem, vor allen Dingen im taktischen Bereich, seine Coaching-Punkte setzt, sondern vor allen Dingen das Spiel als essentielle Möglichkeit, dem Kind, wenn es in überschaubaren Spielfeldgrößen und auch Spieleranzahlen Tore schießt, Tore verhindert, einfach in jeder Aktion mit dabei ist und direkt eine Rückmeldung bekommt, war das, was ich gemacht habe, jetzt positiv oder negativ. Und wenn wir diese 4 essentiellen Fragen beantwortet haben, geht es im nächsten Aspekt natürlich darum, wie kann ein Wettbewerb aussehen, der diese 4 Basisfragen miteinander verknüpft und idealerweise komplett auch vereint. Und ich möchte 2 zentrale Prinzipien vorwegstellen, die die im Folgenden dargestellten Wettbewerbsformen einfach vereinen. Das erste Prinzip ist, die Größe der Mannschaften sowie die Größe der Felder wachsen mit dem Alter. Das heißt, wenn wir bei den G-Junioren im U6, U7-Bereich anfangen und gehen dann bis zu den E-Junioren, U10, U11, ist es einfach wichtig, dass die Spielanzahl und die Spielfeldgröße einfach miteinander stetig wachsen. Das zweite Prinzip ist, wir arbeiten in Turnierformen. Das heißt, es gibt nicht nur ein Feld, wo agiert wird, sondern es gibt mehrere Felder, die auch teilweise unterschiedliche Spieleanzahlen haben. Und diese Felder können, weil es einfach ein Auf- und Abstiegsprinzip gibt, den entsprechenden Leistungsstruktur auch gerecht werden. Sodass, wenn ich gewinne, aufsteige und idealerweise gegen den anderen, der 2 Felder weiter verloren hat, auch treffe, dass es einfach darum geht, leistungshomogene Mannschaften und auch Begegnungen zu schaffen. Ich möchte das Ganze im Bereich der G-Junioren euch dann einmal kurz bildlich darstellen. Hier liegt schwerpunktmäßig natürlich die Umsetzung im 3-gegen-3.
in der wir einfach ein rechteckiges Feld haben, was jeweils zwei Minitore auf der Grundlinie hat. Wir sehen hier diese zwei Endzonen, die gleichzeitig auch die Torschusszonen sind. Das heißt, aus diesen Endzonen dürfen auch nur Tore erzielt werden. Wir haben durch die Form des Rechteckes gewahrt, dass das Spiel in die Tiefe, ohne dass wir jetzt speziell auf taktische Inhalte eingehen, gewahrt wird. Und durch die beiden Tore, die rechts und links positioniert sind, ist das Spiel in die Breite auch assoziiert. Die Umsetzung kann natürlich je nach Mannschaftsstärke in einem 3 gegen 3 plus jeweils zwei Rotationsspieler erfolgen. Es ist aber auch denkbar, dass wenn es dann größere Mannschaftsstärken gibt, dass dann einfach vier 3 gegen 3 Felder aufgebaut werden oder parallel auch noch 2 gegen 2 Felder, die jetzt nicht in Drittel geteilt sind, sondern einfach in zwei Hälften, wo einfach, also es geht halt übergeordnet darum, dass wir jedem Kind die Möglichkeit geben, am Wochenende zum Einsatz und zu Spielzeiten zu kommen. Ich glaube, es ist immer schön, dass die Kinder nach Hause kommen und sagen, Mama, wir haben gewonnen. Aber ich glaube, noch besser ist es, wenn jedes Kind nach Hause kommen kann und kann sagen, ich habe so und so viele Tore geschossen. Das Ganze kann man natürlich dann auch noch in verschiedenen Facetten unterteilen. Ihr seht hier links oben Spieleranzahlen 2 gegen 2 bis 3 gegen 3. Ein aus meiner Sicht ganz wichtiger Aspekt ist, dass wir natürlich auch entsprechend der Fußgröße, die Größe des Balles und vor allen Dingen auch die Schwere des Balles wählen. Hier wäre es natürlich idealerweise ein Größe 3 Ball mit 290 Gramm. Die Spielzeit, ihr seht es, 5 bis 7 Durchgänge, 7 bis 10 Minuten kann frei gewählt werden. Die Rolle des Trainers geht wesentlich mehr weg vom Coach in dieser Altersklasse hin zum Organisator, zum Spielleiter, zum Unterstützer. Die Rolle der Eltern, ganz, ganz wichtig im Bereich der Organisation und der Unterstützung der Spieler, sollte aber während des Wettbewerbs mit leichtem Abstand erfolgen. Der angesprochene Rotationsspieler ist ganz, ganz wichtig und wenn der Ball im Aus ist, dass es nicht mit einem Einwurf, der meistens zu einem Titschen des Balles führt und die technischen Voraussetzungen dieser Altersklasse sind ja noch nicht so, dass die Spieler den Ball auch entsprechend verarbeiten können, sondern hier geht es darum, dass der Ball eingedribbelt werden kann. Im nächsten Step, wenn wir dann zur F-Junioren U8, U9 Bereich kommen, wird das Ganze, wie angedeutet, dem ersten Prinzip folgend auch vergrößert. Es geht darum, dass es weiterhin 3 gegen 3 Optionen gibt, aber auch 5 gegen 5 Varianten. Und hier seht ihr hier unten rechts zwei verschiedene Varianten. Einmal mit einem Tor und einem Torwart, wobei ich in der Altersklasse sehr ungern von Torwart spreche. Ich würde eher von einem Bewegungstalent fürs Tor reden. Oder rechts daneben natürlich bekannt aus dem G-Junioren-Bereich das Ganze auf einem längeren Feld, jeweils wieder mit zwei Torschusszonen und zwei Minitoren an jeder Stirnseite, um da einfach auch den Torspieler nicht unbedingt in den Vordergrund zu stellen, sondern einfach die fußballspezifischen Qualitäten, die ein Torwart einfach braucht, auch in den Mittelpunkt zu rücken. Hier vielleicht ein kleiner Hinweis, es gibt inzwischen auch Torhöhenreduzierung, das heißt, ihr kennt ja alle die 5-Meter-Tore, die teilweise mit abgehangen werden können, um die Höhe des Tores auch der Größe der Spieler entsprechend zu gestalten. Da kann ich einfach nur verwerben, euch das mal anzusehen, vielleicht mal auszuprobieren. Es gibt auch wissenschaftliche Studien von der Deutschen Sporthochschule in Köln, dass durch diese Torhöhenreduzierung gar nicht weniger Tore fallen, sondern einfach, dass die Tore aus einem geringeren Abstand zum Tor fallen. Es ist, sind wir mal ehrlich, auch einfach ein bisschen witzlos, wenn dann aus 15 Metern der Ball titscht, der Spieler, der vielleicht ein bisschen akzeleriert ist, haut den Ball über den Kleinen drüber ins Tor, sondern da sollten wir einfach versuchen, die Chancen und vor allen Dingen auch die Akzente altersgerecht darzustellen. Das Ganze natürlich dann auch im Bereich nochmal des kurzen Regelüberblicks. Wie gesagt, 3 gegen 3 bis 5 gegen 5. Hier auch noch idealerweise ein Ballgröße 3 mit 290 Gramm. Die Spielzeiten haben sich schon ein bisschen erhöht. Rolle des Trainers, Rolle der Eltern sollen genauso wie im G-Jugendbereich mehr unterstützend und weniger coachend sein. Der Rotationsspieler, ganz, ganz wichtig. Und natürlich auch der Bereich des Fairplays,
dass einfach kurz vorm Spiel eine Geste des Fairplays erfolgt, dass die Kinder auch relativ früh lernen, sich miteinander fair auszutauschen und auch umzugehen. Regeln, wenn der Ball im Aus ist, ganz klar eindribbeln. Kommen wir zum nächsten Bereich, der Junioren. Hier seht ihr nochmal quasi als kurze Zusammenfassung den ganzen Bereich der möglichen Umsetzungsformen. Wir können auch in der E-Union noch im 3 gegen 3 beginnen. Wir können im 5 gegen 5 wie links oben agieren, auf Minitore, auf 5 Meter Tore oder wir gehen in den 1 plus 6 Spieler auf einem verkürzten Halbfeld, was einfach dann natürlich auch ein Torwart oder ein Bewegungstalent fürs Tor erfordert, plus halt die entsprechenden Spieler. Ich kann an dieser Stelle wirklich auch nur dafür werben, dass wir uns jeder dieser einzelnen Organisationsformen bedienen, entsprechend der Spieleranzahl, die wir auch im Verhältnis mit zum Gegner zur Verfügung haben. Ja, es spricht meiner Meinung nach auch nichts dagegen, wenn dann mal im 3 gegen 3 auch ein Spieler, der ursächlich der anderen Mannschaft angehört, dann vielleicht für die 6-7 Minuten mal die Mannschaft wechselt, damit er einfach in Aktion ist. Ja, also hier sollten wir wirklich versuchen, die Rahmenbedingungen so zu wählen, dass jedes Kind so viele vielfältige Bewegungserfahrungen sammeln kann, wie es einfach nur möglich ist. Hier habt ihr dann nochmal einen kurzen Überblick über die Regeln, 5 gegen 5, 7 gegen 7. Hier möchte ich aber wirklich auch nochmal das 3 gegen 3 auch erwähnen. Größe 4, 250 Gramm bis 350, hier verschiedene Spielzeitenmodellen, auch die Rolle des Trainers und der Eltern wieder unterstützend. Wir können über Rotationsspieler mindestens 2 nachdenken, weil die Intensität ja doch immer weiter steigt aufgrund der Größe des Feldes, die mit den Altersklassen anwächst und einfach Rituale und Regeln, die über Jahre hinweg ja innerhalb der nächsten Zeit dann wachsen werden. Also ich glaube schon, dass es am Anfang auch eine Herausforderung darstellt, jedem Kind, jedem Trainer, jeder Unterstützer, jedem, der einfach im ganzen System involviert ist, diese Regeln und diese Art des Wettbewerbs beizubringen. Aber ich glaube, oder bin fest davon überzeugt, dass es ein Prozess ist, in dem wir über die nächsten 3, 4, 5 Jahre einfach wachsen werden und da die Möglichkeit haben, die Wettbewerbsformen die Wettbewerbsformen am Wochenende so zu gestalten, dass sie wirklich aus Sicht des Kindes und im Wohl jedes Kindes, und da wirklich nochmal der Hinweis, es geht jetzt nicht nur darum, die Talentiertesten beim Fußballspielen zu verbessern, sondern ich glaube auch, dass wir für jedes einzelne Kind, was Spaß und Freude am Fußball hat, die Möglichkeiten schaffen müssen. Und wenn es am Ende dann Vorstandsvorsitzender einer großen Aktiengesellschaft wird und wir konnten ihm über den Sport und über den Fußball Freude und eine gesunde Lebensweise oder auch psychosoziale Ressourcen, ein faires Miteinander im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung Akzente setzen. Also das ganze Paket, was der Sport und insbesondere bei uns natürlich der Fußball bietet, auf das Kind zu übertragen. Und da, finde ich, haben wir als Gestalter, als Menschen, die sich mit dem Fußball intensiv auseinandersetzen, auch einfach die Verantwortung, um da komplett jedes Kind mitzunehmen. Hier eine kurze Übersichtsfolie, die einfach alle Bereiche und die entsprechenden Regeln nochmal kurz übersichtlich darstellt. Ich finde vor allen Dingen diese zwei Prinzipien, dass es halt mit der Altersklasse einfach in allen Bereichen ein bisschen ansteigt, sind gut zu erkennen und vor allen Dingen auch, dass sich viele Regeln einfach ähneln, sodass die Kinder, wenn sie 2, 3 Jahre diese Spielform umgesetzt haben, auch problemlos das Ganze am Wochenende eigenständig gestalten können. Ich habe euch auf der nächsten Folie mal 2 Beispielwerte aus Studien, die die Deutsche Sporthochschule gemacht haben, mitgebracht. Hier seht ihr einmal erzielte Tore pro Minute und einmal Dribblings pro Minute.
zwischen den einzelnen Mannschaftsgrößen, zwischen 2 gegen 2, 3 gegen 3 und 7 gegen 7. Und ich finde, es ist einfach auffällig, dass vor allen Dingen, wenn wir über kleine Wettspielformen, 2 gegen 2, 3 gegen 3 sprechen, dass die Anzahl der Tore und der Dribblings im Vergleich zum 7 gegen 7 sehr stark ansteigt. Hier auch nochmal wirklich der klare Verweis, es geht darum, jedem Kind Erfolgserlebnisse zu gestalten. Und Kinder, das größte Erfolgserlebnis, was es im Fußball gibt, ist es, ein Tor zu erzielen. Genauso gleich wollen wir natürlich den Bereich des Dribblings. Ja, wir sprechen ja auch im Lizenzspielerbereich aktuell verhäuft davon, dass uns einfach die Individualisten fehlen. Und die können wir einfach auch nur in der Breite ausbilden, indem wir den Spielern viele Möglichkeiten für Dribblings bieten. Und das ist einfach in kleineren Spielfeldgrößen gegeben als in größeren. Kommen wir zum nächsten Aspekt des Kinderfußballs und hier im Bereich der Spielformen, die man im Training umsetzen kann. Ich habe euch angelehnt natürlich auch an die Organisationsform im 3 gegen 3 hier mal drei verschiedene Organisationsformen mitgebracht, in der man natürlich verschiedene Situationen akzentuieren kann. Trainingsform 1 ist im Endeffekt, starten drei Spieler einer Mannschaft mit einem Ball an ihrer Linie und greifen auf einen Spieler der gegnerischen Mannschaft an, versuchen ein Tor auf die beiden Minitore zu erzielen und haben mit Start, mit der ersten Bewegung des Balles, haben auch noch zwei Verteidiger, die sich hinten an der Linie positionieren, die Möglichkeit, das zu unterbinden und dann im Endeffekt nachzusetzen. In der zweiten Trainingsform geht es im Endeffekt darüber, dass wir gefühlt erstmal mit einem 1 gegen 1 starten, aber mit der Bewegung hier des Ballbesitzers dürfen sowohl die zwei eigenen Spieler als auch die zwei gegnerischen Akteure nachsetzen und können das Ganze vom 1 gegen 1 dann je nach Laufgeschwindigkeit und Dribbelvermögen des Ballbesitzers und der nachrückenden Spieler dann auch in ein 3 gegen 3 übertragen. In der nächsten Variante ist es mehr so eine Wellenbewegung des Spiels, also die drei Blauen greifen im Endeffekt auf die drei Roten an, gewinnen die drei Roten den Ball, gehen die drei Blauen quasi an die Position der Roten und die Roten greifen dann mit dem gewonnenen Ball auf die Gelben an. Also im Endeffekt, das ist eine Endlosschleife, wie wir vielleicht, wenn wir dann auch mal nicht nur 6 Spieler in einer Organisationsform haben wollen, sondern wenn wir vielleicht auch 9 Spieler haben, das ist natürlich auch mit 12 Spielern möglich. Also ihr könnt da auch frei variieren. Je nach Leistungsstärke könnt ihr natürlich vielleicht auch ein Team mit einem Spieler mehr versehen oder ihr nutzt die Möglichkeit von Neutralen. Also vor allen Dingen die dritte Variante, die dritte Trainingsform ist im Endeffekt eine Endlosschleife, wie man 3 gegen 3 auf diesen Spielfeldern mit den Regeln auch im Training super ansteuern kann. Auf der nächsten Folie habe ich euch 4 Trainingsformen mitgebracht, die auch innerhalb der Spielfeldgröße euch die beiden Basistechniken Dribbeln und Passen. Natürlich ist Schießen auch noch die dritte Basistechnik, aber in diesen Trainingsformen sollen die Bereiche Dribbeln und Passen akzentuiert werden. Trainingsform 4 ist im Endeffekt ein 3 gegen 1 im Zentrum auf 4 Tore und die zwei roten Spieler hier mit der Nummer 5 und der Nummer 4 können je nach Ballbesitzer und Ort des Ballbesitzers zwei Tore entsprechend zustellen. Ja, also es erfordert dann natürlich für die blaue Mannschaft eine hohe Anforderung der kognitiven Wahrnehmung, welche Tore sind gerade beschützt und auf welche Tore kann ich spielen. Trainingsform 5 akzentuiert den Bereich des Dribblings. Hier spielen wir im Zentrum eine 3 gegen 1 Situation und die Aufgabe der blauen Mannschaft ist es, entweder über die Linie, die Nummer 4 rot bewacht oder hier die Nummer 5 rot bewacht. Also hier zählt wirklich die gesamte Linie drüber zu dribbeln. Wird im Endeffekt dazu führen,
dass wir wahrscheinlich im Rahmen des Dribblings über die Linie zu einer 3-gegen-2-Situation kommen werden, was einfach in dieser Altersklasse auch ratsam ist, da, wie eingangs angesprochen, es einfach darum geht, die Kinder in ihren Lösungsmöglichkeiten auch nicht zu überfordern. Und in diesen ganzen 3-gegen-3-Aktionen haben die Kinder immer die Option, Spieler A oder Spieler B anzuspielen, sofern sie denn frei sind, oder vielleicht ins Dribbling, in ein Passspiel oder dann halt in den Abschluss, in dem Falle wäre es dann halt auch das Dribbling, zu gehen. Die Spielform 6 erweitert das Ganze, und zwar jetzt dann nicht mit einer 3 gegen 1 im Zentrum auf 3 gegen 2 Aktionen wie dann bei Spielform 5, sondern bei Spielform 6 geht es mehr darum zu sagen, wir spielen komplett 3 gegen 3 im Zentrum und beide Mannschaften können über die Dribbellinien an den Stirnseiten dribbeln. Man kann natürlich auch die Stirnseiten entsprechend den Mannschaften zuordnen, sodass es dann eine klare Spielrichtung gibt. Da sind natürlich, so wie bei allen Spielformen, eure Variationsmöglichkeiten und eure Fantasien, wie ihr das Ganze noch entsprechend der Techniken oder der Verhaltensweisen ansteuern wollt. Keine Grenzen gesetzt, seid da flexibel. Die Spielformen können größtenteils auch alle mit mehr oder teilweise auch mit weniger Spielern durchgeführt werden. Mir war jetzt zumindest bei den bisher gezeigten erstmal wichtig zu zeigen, dass es darum geht, das 3 gegen 3, was wir im Wettbewerb forcieren, auch im Training anzusteuern. Trainingsform 7 ist im Endeffekt auch ein 3 gegen 3, was aber dann auf vielfältige Hütchentore gespielt wird. Also ein Tor ist dann zum Beispiel ein Dribbling durch ein Hütchentor. Kann aber auch sein, dass ein Pass durch ein Hütchentor auf einen Mitspieler als Tor gewertet wird. Ich habe euch jetzt hier mal zwei unterschiedliche Hütchentorfarben eingezeichnet. Hier sind natürlich auch ganz, ganz viele Varianten im Bereich der kognitiven Ansteuerung denkbar, dass Mannschaft Blau nur Blau-Tore erzielen darf, Mannschaft Rot darf nur bei Orange-Tore erzielen oder umgekehrt, dass Blau dann nur auf Orange angreifen darf oder alle sind frei. Also hier kann man natürlich situativ dann auch nochmal neue Reize setzen, weil vor allen Dingen Kinder sind neugierig, brauchen Abwechslung, brauchen neue Reize und da ist es einfach wichtig, dass wir Spielformen gestalten, die durch wenig Umbaumaßnahmen viele verschiedene Variationsmöglichkeiten zulassen. Die nächste Folie zeigt drei beispielhafte Trainingsformen zur Ballzirkulation. Hier haben wir bei Trainingsform 8 ein 3 gegen 1 auf einer Hälfte, was nach Ballberührung des roten Spielers mit einem Pass dann auf einen der Mitspieler auf der anderen Seite dazu führt, dass der Spieler Rot hier mit der Nummer 6 plus vielleicht der Spieler, der den Ball verloren hat, nachrücken und dann hier drei Rote gegen ein Blaues spielen, dass es im Endeffekt eine Endlosschleife ist im 3 gegen 1. Man kann hier im nächsten Schritt natürlich dann auch die Zusatzregel dazu nehmen, dass der Rote den Ball rüberspielen muss und die Blauen, wenn sie den Ball verloren haben an den Roten, aber auch nachsetzen können. Allein mit dieser Zusatzregel wird dann vor allen Dingen auch das in der Literatur sogenannte Gegenpressing akzentuiert. Ich würde diesen Begriff in diesen Altersklassen gar nicht benutzen. Es reicht, wenn ihr sagt, nach Ballverlust wollen wir direkt umschalten und in die Ball-Zurückeroberung gehen. Also hier einfach die Möglichkeit, zumindest taktische Aspekte zu trainieren, ohne sie vielleicht zu beziffern und auch einfach zu benennen. Spielform 9 ist im Endeffekt ein 3 gegen 2 im Zentrum und die roten Spieler können dann nach Ballgewinn ihren Spieler, der außerhalb des Feldes ist, anspielen. Der Rote kommt mit Ball ins Feld, ein Blauer verlässt das Feld und dann haben wir im Feld wieder eine 3 gegen 2 Aktion. Der letzte Aspekt, habe ich nochmal eine Erweiterung, wie man das Ganze vielleicht auch mit 3 Dreierteams umsetzen kann. Hier eine Drittelung des Feldes, sodass wir hier wieder im linken Bereich ein 3 gegen 1 haben und die Blauen versuchen mit Gegnerdruck den Ball auf einen der orangenen Spieler zu passen. Der rote Spieler in der Mittelzone versucht dies zu überwinden, der rote Spieler in der Schlusszone ebenfalls. Und sollte Rot den Ball gewinnen, muss halt dann die Mannschaft, die den Ball verloren hat, alle drei Felder jeweils einfach besetzen und die anderen beiden Teams befinden sich in den beiden Schlusszonen und können dann einfach weiter auf Ballbesitz plus
mit der Anschlussaktion in die Tiefe agieren. Kurz nochmal zusammenfassend, in diesen 10 Trainingsformen ging es mir darum, euch innerhalb des Feldes, aber hier auch nochmal der Hinweis, wenn die Raumgrößen für eure Altersklasse vielleicht zu groß erscheinen oder zu klein erscheinen, ihr könnt die jederzeit frei variieren, beziehungsweise dann auch mal vielleicht innerhalb der Trainingsform auch mal variieren, um da einfach nochmal einen neuen Reiz zu setzen. Also vertraut bitte jetzt hier nicht irgendwelchen starren Metern-Angaben, sondern probiert das Ganze aus und versucht es wirklich speziell auf eure Alters- und auf euer Leistungsniveau umzusetzen. Des Weiteren natürlich auch ganz klar, dass alle dargestellten Trainingsformen nicht nur im 3 gegen 3, sondern halt auch im 4 gegen 4, 5 gegen 5 oder von mir aus auch im 2 gegen 2 denkbar sind. Aber wenn wir natürlich den Transfer zwischen Training und Wettbewerb am Wochenende sicherstellen wollen, ist es vor allen Dingen in jeder Altersklasse bis zur E-Jugend auch ratsam, das Ganze im Training auch übersichtlich zu gestalten und in 3 gegen 3 Aktionen umzusetzen. Es spricht da auch nichts dagegen, diese Organisationsform, die ihr seht, parallel doppelt aufzubauen, euch als Trainer dazwischen zu positionieren und quasi das Ganze lieber zweimal aufzubauen, um kleinere Gruppen zu haben, als eine große Spielform zu haben. Das kommt auf jeden Fall den Kindern, wenn wir dann wieder über Erfolgserlebnisse, über Kontaktzahlen, über Anzahl der Dribblings sprechen, einfach entgegen. Hier habe ich euch nochmal eine Übersicht mitgebracht, wie man Kleinfeldspiele modifizieren kann, entsprechend der technisch-taktischen Konsequenzen. Ich würde euch bitten, die taktischen Konsequenzen für diese Altersklasse einfach mal auszublenden, sondern sich komplett darauf zu konzentrieren, welche Rahmenbedingungen habe ich, was ist als Anpassungssteuerungsmerkmal möglich, hier Spieleranzahl, Spielfeldgröße und was ist daraus einfach die technische Konsequenz. Ja, mit den Fallen, je nach oben und nach unten, seht ihr hier unten links kurz die Erläuterung, dass sich das eine erhöht bzw. andere reduziert. Und ich finde die Folie sehr elegant, um einfach noch zu verdeutlichen, was passiert, wenn ich welche Steuerungsmittel einsetze. Abschließend zu dieser Kurzschulung auch der Hinweis, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, sich über einen Dachverband, sprich über einen DFB, hier auch nochmal der Verweis auf die Akademie, wenn ihr vielleicht auch im Bereich der wissenschaftlichen Unterstützung über Studien vielleicht noch mehr Informationen haben wollt, euch Informationen zu ziehen oder natürlich auch über den Landesfußballverband Mecklenburg-Vorpommern, wo ihr auch Informationen zum Kinderfußball, zur Talentförderung findet. Aber ganz, ganz wichtig, seht das Ganze als Gesamtkonstrukt, um euch Informationen, so wie ihr sie für eure Leistungs- und Altersklasse braucht, zu ziehen. Jetzt wären wir auch schon oder sind wir auch schon am Ende dieser Kurzschulung. Ich darf mich bei jedem, der es bis hierhin geschafft hat, für seine Aufmerksamkeit bedanken. Wünsche euch ganz, ganz viel Spaß im Ausprobieren und im Vertiefen der Informationen. Und ja, bleibt gesund und bis bald.